Leute, hier ist wieder Zero und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es nicht um diesen komischen Bakugan-Handschuh mit Pyros sogar drauf, das ist ganz alter noch. Der kann, warte, ich zeige es euch. Alto Brontis muss einmal kurz zur Seite. So. So. Alto Brontis hat nämlich aufgepasst, dass wir wieder keine Gandalien in den Wäldern hier bekommen. Der muss nämlich gut aufpassen immer. Folgendes, dieser Bakugan-Handschuh, den kann man so und dann, yeah, los geht's, Dragonoid! Warte, wir brauchen eine Bakugan-Karte dafür. Und los geht's, Dragonoid! Voll daneben. Naja, okay, es geht heute nicht um diesen Bakugan-Handschuh, sondern um das, was da viel mehr drin ist. Denn, wie ihr sehen könnt, ich mach das mal hier kurz ab. So ein Handschuh, der ist ziemlich cool, aber der ist super alt. Ich weiß gar nicht, ob man den irgendwo überhaupt noch kaufen kann. Der ist jetzt von 2007 oder 2008, wenn das mich nicht täuscht. Und ja, man kann hier hinten noch Karten drauf tun. Ganz cool. Hab hier gerade meine Dan Kuso-Karte drauf, aber das ist von den neuen Bakugan. Die alten Karten passen natürlich auch alle drauf. Die hier zum Beispiel. Da ist jetzt Angelo Preyas drauf. Ja, egal. Auf jeden Fall, darum geht's heute nicht. Heute gibt es irgendwas ganz anderes. Es geht heute nämlich um das, was in dem Bakugan-Handschuh drin ist. Ich habe nämlich was ganz Cooles wiedergefunden. Und zwar ist das was gewesen, was ich noch nicht hatte, aber auch schon irgendwie hatte. Es ist mysteriös. Ich sage euch, worum es geht. Es geht heute um diese beiden Bakugan, die ihr dort hinten seht. Ihr seht einmal ein Pyrocycloid und ein Aqua Centipod. Und vielleicht kommen euch die Namen etwas bekannt vor. Den Cycloid gab es damals schon. Und Centipod, es gab ein ähnliches Bakugan, das hieß Centipoid. Und jetzt erkläre ich euch, worum es geht hier in diesem Video. Mal ein bisschen spezifischer. Denn es gab damals, gab es auch schon Bakugan. 2007 hat es angefangen, ging bis circa 2012, 2013. Und ja. Und jetzt gibt es ja wieder Bakugan. Das sind jetzt die Battle Planet Bakugan. Oder in diesem Fall Armored Alliance. Und ich zeige euch mal kurz, was hier drin ist. Also, wir haben hier als allererstes einmal ein ganz altes Bakugan. Das ist jetzt im Vergleich zu den neuen Bakugan. Ich kann euch das mal zeigen. Nehmen wir als Beispiel einmal eben kurz hier unseren Brontis. Den ich sehr gerne mag. Schaut euch mal diesen großen Unterschied an. Warte, andersrum? Rum? Ja. Das ist ja schon ein großer Unterschied, ne? Aber es wird noch heftiger, wenn man sich Bakugan von heute anguckt. Zum Beispiel haben wir hier einen Pegatrix, mein Lieblings-Bakugan aus Battle Planet. Mag ich sehr gerne. Ja, sehr cooles Bakugan. Gefällt mir gut. Aber wir falten die mal eben kurz zusammen. So. Und dann zeige ich euch, was der große Unterschied dazwischen ist. Weil diese kleinen Kugeln sind 2,8 cm groß. Die hier sind circa 3,4 cm groß. Und dann gibt es noch die hier, die sind 3 cm groß. Zeige ich euch das mal eben kurz. So. So. Das ist unser Pegatrix. Und das ist unser Cycloid. Wenn man das jetzt sich mal anguckt, dann sieht man den größten Unterschied und der ist schon gigantisch. So alt sind die schon. Die sind super alt. Also schon über 10 Jahre definitiv. Sind auch sehr schwer zu bekommen, wenn man Glück. Manchmal hat man Glück, dass wenn man solche bekommt. Aber die sind halt wirklich super alt. Die sind am Anfang rausgekommen, da hatten die sogar noch unten. Die hat das gar nicht mal mehr. Aber der andere, der hier drin ist, das ist übrigens das Cycloid hier. Das ist, warte, wenn man es hier sehen kann. Ja, guck, ganz grimmig. Sehr cool, jetzt so ein kleines Horn hier oben drauf. Das ist ein Zyklop, wie man vielleicht in den Namen schon erraten kann. Oder in dem Aussehen kann man es, glaube ich, auch erkennen, weil der hat ein Auge. Das ist ein Zyklop, ist ein Riese mit einem Auge, für diejenigen, die es nicht wissen. Kommt aus der griechischen Mythologie. Sehr cool. Und dann gab es auch noch welche, die sind noch älter. Ich weiß gar nicht, ne, der ist auch nicht mehr. Unser Dragonoid hier. Sieht sehr cool aus. Den mag ich richtig gerne. Total nostalgisch. Aber es gibt welche, die sind noch älter als die hier. Da haben wir zum Beispiel hier noch einen Bakugan drin. Ja, ich zeig's dir kurz.
Das hier ist Centipoid. Und den zeige ich euch mal eben kurz. Schaut euch das mal an. Dieses Bakugan ist absolut gigantisch. Also nicht er hier, das ist unser kleiner Riese, der so denkt, er wäre voll der Macker, aber in Wirklichkeit ist er eigentlich nur so super klein im Vergleich zu Centipoid. Der hat hier das Sagen. Schaut euch das mal an hier. Tada! Gigantisch, oder? Ein riesiger Tausendfüßler. Eigentlich ganz eklig, aber gar nicht so schlimm eigentlich. Das ist ganz cool. Ich mag ihn gerne. Ich hatte auch einen Centipoid, der war auch Pyrrhus und der, ich weiß gar nicht, habe ich den nur noch liegen? Ich muss mal kurz mal gucken. Ich habe nämlich noch einen Centipoid. Den habe ich früher nur als meine Spezialwaffe eingesetzt. Das war noch ein bisschen größer als Centipoid. Der ist die B2-Version. Der hat unten keinen Magneten, den man da durchgucken, also wo man die Magneten sehen kann. Aber bei diesem alten konnte man noch die Magneten sehen. Das heißt, es war einer der ganz, ganz alten. Bei dem hier ging es zum Beispiel gar nicht mehr. Aber bei dem Dragonite dann auch nicht. Da kann man die Magneten auch nicht sehen. Aber hier ist der Centipoid. Und ja, der hat 620G. Das war für die damaligen Verhältnisse. Da gab es keine Bs, da gab es Gs. G steht für Gravity, also Schwerkraft. Und weil die Magneten haben, deswegen hier ganz clever. Und B steht für Baku Power. B-Power. Ja, und diese Bakugan waren halt sehr krass. Der springt hier schon runter. Oh Gott. Auf jeden Fall, das war damals so mein stärkster und da dachte ich mir so, naja, da habe ich in Spezialsituationen eingesetzt, wenn ich mir nicht mehr selber zu helfen wusste. Zum Beispiel, wenn es Kapuzineraffen-Marmelade gab und ich keinen Bock auf Kapuzineraffen-Marmelade hatte, aber das ist was anderes. Nein, Kapuzineraffen-Marmelade gibt es, glaube ich, auch gar nicht. Oder gibt es Kapuzineraffen-Marmelade? Naja, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall. ja, auf jeden Fall sehr cool. So in so bestimmten Situationen im Kampf hat dann das ja wohl sehr geholfen. Aber mir war ab und zu manchmal wirklich etwas zu stark, dann wurde es etwas zu langweilig, deswegen habe ich ihn nicht so oft benutzt. Aber die Kleinen hier sind richtig cool. Ja, und heute geht es ja um die anderen Bakugan, die wir jetzt hier haben. Die beiden, die zeige ich euch nämlich jetzt. Ich habe, glaube ich, auch lang genug gewartet jetzt. Ich habe ziemlich lange geredet. Ja, 7 Minuten 40 Sekunden. Ja. Dann kommen wir zu den Bakugan, die wir jetzt hier haben. Ich tue es mal kurz hier in den Hintergrund. Wir haben als erstes einmal den Cycloid. Den Pyrrhus Cycloid in der Basic-Variante. Das ist keine Ultra-Variante, also der kann nicht springen. Aber ist auch gar nicht so schlimm, denn ich meine, damals konnten die auch nicht springen. Aber außer Skyrus jetzt, aber der ist super teuer und selten. Aber naja, egal. Storm Skyrus ist eine andere Geschichte. Der ist etwas häufiger. Okay, auf jeden Fall, diese Bakugan sind sehr cool. Pyrrhus Cycloid mag ich richtig gerne. Und da ist ein Gate Trainer bei, also eine Gate Trainer Karte. Damit kann man Zielen üben. Ist eigentlich ganz praktisch, habe ich auch schon ganz oft benutzt. Damit verbessert man seine Zielfähigkeiten. Zum Beispiel, ich zeige euch mal, wie das hier funktioniert. Mit diesen alten Bakugan zum Beispiel. Genauso wie heutzutage. Einfach Bakugan Brawl. Tada! Seht ihr Leute, ich kann gut zielen jetzt. naja. Aber wir machen das Ganze jetzt mal hier auf. Wir packen es mal aus und dann schauen wir uns das mal an, okay? Okay, los geht's. Bakugan Brawl! Ui, ein Denkuso, noch ein Denkuso haben wir hier. So, Müll. Immer schon recyceln. Kommt gleich in den Mülleimer. Unsere Gate-Trainer-Karte, also unsere Tor-Trainer, da haben wir wieder einen Denkuso, wie wir ihn gerade auch schon hatten. Ich kann das eben kurz hier aufmachen. Oder muss ich sogar, weil da sind ja noch ein paar andere Sachen drin, die ich gleich noch brauchen. Glaube ich, oder? Ja, die Karte von dem Cycloid ist da drin. Da können wir gleich mal gucken, was für Werte der hat. Aber das gucken wir uns jetzt gleich an, was für Werte der hat. Ich packe ihn erstmal gleich eben aus. So, hier ist die Gate-Trainer-Karte. Da ist die Rückseite von der Charakterkarte. Und das ist die Rückseite von der Geldtrainerkarte. Und das hier schauen wir uns gleich an. Das wird jetzt gleich super cool, spannend. Ich freue mich schon, was für Werte der hat. Weil Cycloid war früher einer meiner Lieblings-Bakugan tatsächlich. Ich wollte ihn immer gerne haben. Und vor ein paar Jahren, also was heißt vor ein paar Jahren? Ich glaube, vor einem Jahr habe ich ihn bekommen. Und ich habe mich so gefreut. Das ist so cool. Ja.
Und dann habe ich ihn mit zu meiner Oma genommen. Und dann haben wir zusammen mit Zeitleut, wie heißt es? Wir haben zusammen mit Zeitleut dann Erdbeerquark gemacht und das war super lecker. Und dann, das war noch, da hatten wir noch Himbeeren drin, das war cool. Und ich rede schon wieder so viel, wir machen einfach das Bakugan jetzt auf. So. Lange Rede, kurzer Erdbeerquark, oder Sinn, je nachdem. Das ist Zeitleut. Pure Cycloid. Und er ist so cool. Oh, das ist cool. Wenn er aufspringt, macht er wahrscheinlich so. Ich guck mal, wie das ist. Oh Gott. Okay, also erstmal der Kopf, der muss hier rein. Also erst muss der. Was soll ich sagen? Ach genau. Stimmt, das war ich das hier. Das war nämlich das Problem. Das hab ich gerade vergessen. Wir haben hier nämlich noch die Baku-Kurs. Die muss ich eben kurz zeigen. Das sind die Bakukost plus 150b, naja, und für Pyros und Darkus plus 400b, das ist schon ganz gut, wenn ihr Pyros und Darkus spielt, dann könnt ihr sozusagen den Gegner da keinen Vorteil verschaffen, sondern nur euch, das ist gut. Und die Designs, oh mein Gott, die neuen Bakukost sehen so cool aus. Einfach wahnsinnig cool. Schaut euch das mal an hier. Das ist wirklich echt cool. Naja, unsere Bakukost kommen jetzt hier hin. Cycloid. Bauen wir jetzt nämlich zusammen. Als erstes nehmen wir hier den Kopf, der kommt so rein. Dann kommen diese Teile, glaube ich, nach oben, wenn es mich nicht täuscht. Und das war eher einfach. So kompliziert war das gar nicht. Okay, jetzt gucken wir mal hier, wie gut ich im Rollen bin. Zurückrollen und vorwärts rollen. Nein, er hat verfehlt. Zeig, Leute, wie kannst du mich bloß enttäuschen? Nochmal, 3, 2, 1, Bakugan, Brawl. Tada! Ich muss hier ein bisschen aufpassen, dass ich es auch auf der Kamera mache. Weil das Stativ ist ein bisschen hoch, deswegen kann ich nichts von so weit weg. Aber naja, egal. Auf jeden Fall kann er 2 aufheben. Oh! Er kann 2 gleichzeitig aufheben. Das heißt, meiner zumindest hat einen starken Magneten. Das heißt, wenn er 2 aufheben kann und wenn er so nach vorne springt und 2 aufhebt, dann bekommt er auch von beiden Baku-Kurs den Bonus. Oh, jetzt fällt er wieder runter. Naja, aber auf jeden Fall, das ist schon mal sehr cool. Kann er 2 aufheben? Ja, kann er. Das heißt, ich bekomme von beiden den Bonus. Dann heißt, ich habe jetzt gesagt, weil ich bin ja auch Pyros. Das heißt, ja, okay, geil. 150 und 400, dann sind wir bei 550. Ist gar nicht mehr so schlecht. Ganz cool. Und der Gegner kriegt keinen. Ich habe ja beide wäre schon weggeschnappt. Das ist super, das ist richtig cool. Genau, jetzt gucken wir uns hier auch mal. Cycloid, guck mal hier hin. So. Bisschen wie so ein Gorilla. Aber er ist ja kein Gorsion, oder? Ne, bist kein Gorsion, du bist besser. Ich mag Zyklopen gerne. Hat so ein Auge. Kann ungefähr so schlecht gucken wie ich. Mit meiner Brille. Naja. Okay. Ja. Das war der Cycloid. Wir gucken uns jetzt eben die Charakterwerte an. Das ist die Gate-Trainer-Karte. Ich dachte schon, das wäre die. Ja, nee. Die Charakterkarte haben wir hier zur Seite hingelegt. Da war sie. Und. Wow, ist das cool! Das ist ja mal mega cool. Hat zwar keinen Effekt, aber dafür 300 B-Punkte und plus 7 Schaden macht er insgesamt. Das ist ja Wahnsinn. Das sind insgesamt 10. Rein theoretisch, wenn man 307 zusammenrechnet. Also insgesamt. Das ist für einen Durchschnittswert eigentlich schon richtig gut. Oh, Doppelschild ist er auch. Das ist. Oh, ich liebe dieses Bakugan jetzt schon. Das ist so cool. Das ist richtig, richtig, richtig cool. Okay. Dann vergleichen wir die beiden nochmal. Ich nehme eben hier unseren Cycloid und unseren Cycloid. So kurz die Beine hier ausfahren. So. So, das Horn auch. So, und das sind unsere kleinen beiden Pyrus Cycloids. Sehr cool. Die sind echt richtig cool. Die mag ich richtig gerne. Das ist wirklich echt cool. Tada! Ja, das ist cool. Die gefallen mir gut. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem Aquas Centipoid. Ich habe leider keinen Aquas Centipoid hier, deswegen kann ich ihn mit Centipoid nicht vergleichen.
aber immerhin schon ziemlich cool. Und ja, würde ich sagen, machen wir jetzt hier unseren Aquas Centipoid auf. Ja, Rückseite. Wir verschwenden jetzt keine Zeit mehr. Los geht's. Das ging jetzt ja einfach. So schwer war das jetzt gar nicht. Okay, wir erstmal. Oh, Shun Kazami! Sehr cool, da guckt ja auch sehr cool drauf. Shun Kazami. Aber das kommt hier. Zum anderen Plastik. Immer schön den Müll sortieren und Müll trennen, das ist wichtig. Umwelt schützen, genau wie die Brawlerin von Centipoid, die will ja auch die Umwelt schützen. Glaube ich zumindest. Ich bin noch nicht so weit im Anime, aber ich meine, die wollte die Bakugan schützen und Bakugan-Kämpfe verhindern oder irgendwie sowas. Ich bin nicht ganz sicher. Könnt mich gerne korrigieren in den Kommentaren. Auf jeden Fall, das ist sehr komisch, dass sie dann selber dafür einen Bakugan benutzt. Aber wahrscheinlich findet das Bakugan das wohl okay. Ja. Die Bakukos. Sehe ich gerade hier. Die fliegen uns schon entgegen hier. Haben wir ein Schild. Also ein magisches Schild ist das. Ein magischer Schild. Plus 550 B. Okay, das ist viel. Das ist sehr, sehr viel. Und hier haben wir ein normalen Schild. Plus 400 für Aquas Inventus. Das ist cool. Das ist richtig cool. Das kommt jetzt mal hier wieder hin. So, machen wir uns eine schöne Hide Matrix. So, können wir gleich unsere Bakugan draufrollen. Als nächstes haben wir hier, das gucken wir uns gleich an, die Karte. Lege ich mal kurz zur Seite. Hier ist die Gate Trainer Karte. Shun Kazami mit Hydras. Und hier auf der anderen, es sind übrigens Dan Kuso und Dragonoid. Sehr cool. Ich glaube, man kriegt bei dem Pyrus Bakugan dann Pyrus. Eine Pyrus Karte hier. Und bei den Aquas Bakugan bekommt man eine Aquas Karte. Sehr cool. Das ist super. Kommt die hier hin. Und hier haben wir unsere Bakugan. Das Aquas Centipoid. Machen wir die auch mal auf. Kurz auf. Ein bisschen schwer rauszubekommen, aber es klappt bestimmt. So. Oh, ist sehr gigantisch. Guckt euch das mal an hier. Wie riesig unser Centipoid ist. Unser Centipoid meine ich ja. Ha, immer diesen Namen. Aber das ist cool. 600 B sehe ich gerade hier. Oh, Spoiler. Ich glaube, da können wir uns auch gleich eben kurz die Karte angucken. 603, da sind wir bei 900. Bei 9 insgesamt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und magisches Schild hat er auch noch. Ich glaube, der hat echt Potenzial. Und guckt euch mal diese Kreatur an. Dem will ich nachts nicht begegnen. Die frisst mich bestimmt auch noch auf. Oh Gott. Aber das ist unser Centipoid. Oh Gott. Der hüpft wahrscheinlich sehr gut. Das ist ja schon mal sehr cool. ein bisschen wie so ein Ouroboros. Auf jeden Fall bauen wir den jetzt auch mal eben kurz zusammen. Mal gucken, das geht wahrscheinlich auch einfach. Ist ja auch. Ist ja ein Core-Bakugan. Und dann machen wir so. Fertig. Tada! Das ist cool. Das ist ja richtig cool. So, diese Entfernung und Bakugan Brawl. Tada! Hat funktioniert. Kann auch zwei aufheben. Oh, fast. Ja, ein bisschen. Muss man langsam hochheben. Wird schwierig. Vielleicht hat Euro ein bisschen bessere Magneten. Das weiß man nie so genau. Ist immer so ein bisschen Glückssache. Aber ganz okay. Auf jeden Fall sehr cool. Das ist wirklich ein richtig cooles Bakugan. Aber ohne Witz, Leute. Guckt euch das mal an hier mit den ganzen Augen. Das ist richtig cool. Und mit den Stacheln hier auf dem Rücken, das ist so genial. Oh, ich mag es gerne, ich mag Centipod gerne, ich mag Centipod richtig gerne. Oh, ist das cool. Ja, Leute,
Das ist ein cooles Bakugan. Und dann machen wir unseren Cycle Oil kurz zusammenfalten. So. Und Bakugan Brawl. Oh Gott, beide vorbei. Machen wir so einen kleinen Bakugan Brawl, würde ich sagen. Dafür haben wir bestimmt noch Zeit. 3, 2, 1, Bakugan Brawl. Bakugan Brawl. Ach Gott. Ich mache mal beide hintereinander, sonst klappt das nicht. Gleichzeitig kann ich nicht so gut. Bakugan Brawl. Tada. So, zählt. ein bisschen geschummelt, aber okay. Und jetzt hier unser Cycloid. Cycloid! Ich liebe Cycloid so gerne. 3, 2, 1, Bakugan Brawl. Nein! Nochmal. 3, 2, 1, Bakugan Brawl. Wisst ihr was? Jetzt kommt ein Trickshot. 3, 2, 1, Bakugan Brawl. Warte. Heute wird er nicht so. 3, 2, 1, Bakugan. So, jetzt klappt's. Bakugan Brawl. Ja! Na, egal. Jetzt hat er wieder. Hat er zwei? Hat er zwei? Ne, hat er nicht. Na egal. Okay, Leute. Ich denke, das war's auch erstmal wieder für dieses Video. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, Leute. Ich hoffe wirklich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, lasst doch einen Daumen hoch da oder ein Abo, wäre super. Würde mich mega freuen. Ja. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir, wenn ihr die Glocke aktiviert. Zum Beispiel, wäre auch super. Und unsere beiden neuen Freunde hier in der Sammlung. Und im Cerabay Club oder Cerabaku Club, sollte ich besser sagen. Ja. Cycloid und unser Sandypot. Sehr cool. Die wünschen euch auch noch einen schönen Tag. Und ja, Leute. Freut weiter. Gott segne. Und bis zum. Tada! Armer Dragonoid, der Dragonoid ist alleine. Nächstes Mal! Tada! Oh, tschüss! Tschüss!